Dicke Kuh, hässliche Schlampe. Solche und ähnliche Beleidigungen haben diese drei Frauen lange ertragen müssen. Luisa, Sarah und Michelle wurden gemobbt. Alle drei wurden Opfer von Bodyshaming und Slutshaming. Jahrelang waren sie Hass und Hetze ausgesetzt. Da ging es größtenteils um Bodyshaming, dass mir gesagt wurde, dass ich hässlich wäre oder zu viel wiegen würde, und wurde dann permanent für mein Aussehen kritisiert und beleidigt und eben gemobbt. Laut einer Studie haben schon 25% aller Deutschen die Erfahrung von Bodyshaming gemacht. Besonders häufig werden Frauen aufgrund ihres Körpers beleidigt. So wie Michelle. Sie leidet an einem Lipödem und einer Schilddrüsenunterfunktion. Und dementsprechend war es dann halt sehr lustig, dass die Leute mich immer ziemlich beleidigt und ausgeschlossen haben und gemeint haben, ich soll lieber mal abnehmen, ich fette Sau. Obwohl meine Taille eigentlich ganz okay ist, aber halt Beine und Arme betroffen sind. Und das hat mich dann immer so fertig gemacht, dass ich auch unter Depressionen leide. Und ja, das hat halt vieles einfach verschlechtert in meinem Leben, mit so Umgang mit Menschen an sich. Die Folgen von Bodyshaming bei Betroffenen sind Selbstzweifel und ein geringes Selbstwertgefühl. Und das führt dann zu einer eingeschränkten Lebensqualität. Bodyshaming kann auch zu psychischen Erkrankungen wie Depression oder Angststörungen beitragen. Auch Sarah war jahrelang Opfer von Gewalt. Und das nicht nur von verbaler. Es ging zum Teil so weit, dass mich die Jungs halt auch rumgeschubst haben und mir Sachen weggenommen haben und alles Mögliche. Und ich hatte dann auch eine Phase, wo ich mich selbst verletzt habe, weil mich keiner so akzeptiert hat, wie ich war. Das ist erst besser geworden, als ich dann die Schule gewechselt habe und für die Ausbildung hier nach Marburg auf eine Schule gegangen bin. Heute sind die drei jungen Frauen stark und selbstbewusst. Und das zeigen sie auch bei dem Projekt Wir sind alle schön, das Luisa ins Leben gerufen hat. Ich hatte überlegt, was kann man machen, um das vielleicht in der Gesellschaft etwas zu verbessern? Wie kann man ein Zeichen setzen? Wie kann man sich dafür einsetzen? Vor allen Dingen, wie kann ich andere auch dabei unterstützen, dass sie sich besser fühlen, dass sie weniger Probleme mit Bodyshaming und Slutshaming haben? Und deshalb hat Luisa ein ganz besonderes Fotoshooting organisiert. Über Social Media hat sie viele Frauen gefunden, die ähnlich grausame Erfahrungen gemacht haben wie sie. Frauen, die nun ein Statement setzen wollen, nämlich, dass alle Frauen schön sind. Egal wie sie aussehen und egal was sie anziehen. Fotograf Michael Kampmann setzte die Teilnehmerinnen gekonnt in Szene. Die Bilder kommen nicht nur super an, sondern haben auch eine wichtige Botschaft. Jeder hat eine wunderschöne Seite und jeder Mensch sollte sich in dem, was er trägt, wohlfühlen dürfen, egal ob man jetzt 100 Kilo wiegt und hat eine Shorts an oder man ist sehr dünn und trägt halt Schlabberklamotten, weil man sich dann wohler fühlt. Jeder sollte das tragen, was einem gefällt. Auf der Instagram-Seite Project WSAS zeigen die Frauen die Ergebnisse des Fotoshootings. Sie zeigen, wie schön und stark sie sind. Und sie teilen ihre Leidensgeschichten. Sie treten heraus aus der Opferrolle und machen so anderen Frauen Mut. Sie zeigen, wie wichtig es ist, immer an sich selbst zu glauben und vor allem sich selbst zu lieben. Ein wirklich tolles Projekt, das hoffentlich viele Nachahmer findet.